neugierig beobachtete er, wie sie über das Feld seiner Tochter auskommen konnte. Ich hatte ja 1995 mit Helden wie wir sozusagen meinen Durchbruch und das war ein Buch, was in aller Munde war, weil da jemand mit der DDR umging auf eine Art, wie niemand erwartet hat. Und ich hatte dann diesen Sonnenallee-Filmstoff, der war auch 1995 bereits geschrieben. Und aufgrund dieses Erfolgs von Helden wie wir und dieses ganzen Settings, dass da eben mit Leander Hausmann auch ein interessanter Regisseur und mit Detlef Buck auch ein interessanter Produzent mit an Bord war, ging dieses Projekt eigentlich recht gut und reibungslos über die Bühne. Und es war dann irgendwie, also das bei diesem Stoff, der eigentlich nie ein Roman werden sollte oder was Literarisches werden sollte, ich habe dann doch spätestens nach den Dreharbeiten begriffen, viele der schönsten Ideen, die wir uns ausgedacht haben für den Film, die sind nicht im Film. Und da hat mir dann mein damaliger Lektor und Verlagschef von Volk und Welt gesagt, Herr Brussig, na dann schreiben Sie doch das Buch. Und dann, aber ist doch gar keine Zeit mehr. Ach, das kriegen wir hin. Und dann habe ich eben dieses Buch geschrieben. Ich muss auch sagen, also dass der Film diesem Buch auch sehr geholfen hat. Aber der, ja, ich weiß nicht, wie dem Buch ohne den Film ergangen wäre. Aber dann hat doch dieses Buch angefangen, ein Eigenleben zu entfalten. Also, dass sich das zu so einem Dauerbrenner entwickelte, das habe ich so nicht erwartet. Aber es ist ja übersetzt in, ist das auch übersetzt in, In viele Sprachen. Ja? Mhm. Na klar, man muss ja auch in anderen Ländern aus der Geschichte, aus unserer Geschichte erfahren. Also vielleicht auch zu der Frage, das ist auch zu meiner eigenen Überraschung das am meisten übersetzte Buch von mir. Aber es ist bestimmt spannend, dieser Meter im Regal, Sonnenallee, ja, das, und dann die verschiedenen Sprachen. Das ist auch wirklich das schönste Stück Regal. Das ist doch toll, wenn sowas passiert, einfach, dass das in die Welt kommt, so ein Stoff. Mhm. Schöne Erinnerungen an eine unschöne Zeit. Und das ist eine Botschaft, die versteht man überall auf der Welt. Und die ist auch irgendwie zeitlos. Ja, das ist ja kein Buch, was sozusagen die DDR erklärt oder was die DDR erzählt, sondern was das Erinnern an die DDR thematisiert. Ja, denn also ich weiß, wie sehr mir die DDR wehtan hat und wie traurig ich oft gewesen bin und wie verzweifelt. Und dann war die vorbei und ich habe dann irgendwann auch angefangen, wie viele andere, so mit leuchtenden Augen Geschichten von damals. Ja, und ey, weißt du noch? Und ja, also hier so die Bockwurst in Erfurt und so war. Also ja. Und während ich das so erzählt habe, wusste ich irgendwas, also hier stimmt was nicht, ich habe das doch anders erlebt. Und ich habe nun eben das Schreiben von am kürzeren Ende der Sonnenallee dazu benutzt, die DDR so zu erzählen, wie ich sie erinnere. Also für mich war Sonnenallee ja das dritte Buch inzwischen, was ich von dir einlesen durfte. Und für mich ist das wirklich immer auch eine persönliche Angelegenheit. Ich war im Falle Sonnenallee mit dem Film natürlich vertraut, der mich damals auch sehr berührt hatte. Gerade die Geschichte von Wuschel, damals dargestellt von dem Stahlober, hat mich sehr mitgenommen, emotional. Und deswegen habe ich mich erst gewundert, dass es jetzt nochmal gemacht wird als Hörbuch. Aber ich habe mich über dieses Glück sehr gefreut. Für mich ist dieses Erinnern tatsächlich auch ein großes Thema. Und da das keine Ostalgie-Geschichte ist und aber auch keine Verwitzelung von DDR, weil ich beides hasse, sondern eine sehr emotionale, schnell erzählte, leichte und doch tiefe Geschichte in einer sehr parlierenden und schönen Sprache, die ich sehr genieße, wenn es mir so fließt. Ne? Es ist so geschrieben, wie man es erzählen würde. Und das gefällt mir einfach daran. Und ich habe natürlich so diesen Ost-Vibe, den bringe ich auch mit, weil ich war 15, als die Mauer fiel. War gerade frisch 9. Klasse, eine Zeit, wo man sich öffnet, wo tatsächlich so Richtungen schon entstehen, wo man in der Schule gefragt wurde, na, 18 Monate Armee oder doch 3 Jahre oder Offizierslaufbahn 20. Und in dieser Zeit kam halt der Mauerfall und ich konnte mich entscheiden zwischen Zivildienst oder Armee. Ich konnte meiner Sehnsucht, die sich damals entwickelte, nach einer sehr friedlichen und schönen Kindheit ohne Schmerzen, denn du bist 10 Jahre älter
als ich. Ich war noch nicht in der Zeit, wo ich an Grenzen gestoßen bin, sondern wo ich eine schöne Kindheit erlebt habe. Aber ich hatte Sehnsüchte und die konnte ich teilweise durch den Mauerfall natürlich auch erfüllen. Hinsichtlich Musik, ein sehr wichtiges Thema, was in der Sonnenallee eine Rolle spielt. Hinsichtlich Öffnung. Also es ist wirklich immer so ein Spiel mit Erinnerung und gleichzeitig auch so einem perspektivischen Vorgefühl, wie wäre es mir wohl ergangen, wenn ich in dieser Zeit in einer noch bewussteren, erwachseneren Lebensweise gewesen wäre. Ich habe mir zum Beispiel sehr gewünscht, ein bisschen älter zu sein, vielleicht 3-4 Jahre und wirklich auf Konzerte gerockt zu sein oder wirklich auf dem Schwarzmarkt, um mir eine Platte zu holen. Alles das spielt für mich eine große Rolle beim Einlesen der Literatur. Und es ist immer ein persönliches Erlebnis. Eins, was mich lachen lässt, wo ich Gänsehaut kriege und wo ich mir selber Fragen stelle und ein bisschen meine eigene Geschichte, die abgebrochene DDR-Geschichte, als auch die sich neu perspektivisch neu entfalten könnende, sozusagen, bewege. Also ich fand's toll. Es regt einfach auch an, und deswegen ist es in der Schule richtig, sich mit Biografien zu beschäftigen. Es gibt sowohl die zornige Biografie eines Menschen, der penetriert wurde da von einem ihn beschränkenden System. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die eine glückliche Kindheit oder die Chance zur Entfaltung hatten. Es gab auch Menschen in der Nische, die eben genau das genossen haben. Ich sage immer, wenn ich Lesungen an der Schule habe, ja, also ich sage mal, als ich so alt war wie ihr, habe ich mich überhaupt nicht für das interessiert, was mal war, sondern nur für das, was kommt. Also das ist vollkommen klar, dass einer ja 15, 16, 17 ist, dass der sich für die Zukunft interessiert, aber nicht für das, was vor 30 Jahren war. Ich kann den 15-Jährigen von heute nicht sagen, warum sie dieses Buch lesen müssen. Ja? Ich könnte ihnen sagen, warum sie das Hörbuch lesen sollen. Ja? Warum sie sich das Hörbuch zu Gemüte führen sollen, weil das nämlich ganz hervorragend eingelesen ist. Also das, jetzt möchte ich nämlich mal was über Stefan Kaminski sagen. Also dass ich das toll finde, wenn er sich jetzt hier so zu meiner Stimme sozusagen entwickelt. Er hat wirklich also ich habe das Gefühl, wenn ich seine Sachen höre, dass er da wirklich vorbereitet in das Einlesen reingeht. Also dass er da auch zu jeder Figur irgendwie ein Konzept hat, wie er sie unterscheidbar macht, wie er ihnen einen Charakter gibt. Und das Gefühl, was ich oft habe, wenn ich Hörbücher höre, nämlich, dass es hier reingeht und da wieder raus. Also da bin ich wirklich froh, dass er das ganz anders macht. Also dass das wirklich eine Lebendigkeit hat und eine Freude, also die ich beim Schreiben hatte, also dass da der Funken noch überspringt auf den Vorleser und dass dann eben auch beim Hören da was ankommt, das finde ich toll. Das sind spannende Charaktere, die man sich schon plastisch vorstellt, wenn man sie liest. Mir hat mich auch angeregt dazu, die ein oder andere Stimme zu finden. Der ABV ist ja, war gut gewesen, die Nüsse. Kennt man ja alles, ist auch ein Klischee, ist schon klar, aber dieses Klischee gab es wirklich. Ich fühlte, das war einfach für mich, ich bin ja nicht in dem Sinne jemand, der einfach da sitzt und was vorliest, sondern ich versuche mir ja als Schauspieler natürlich auch so ein Figurentableau zu schaffen und es möglichst wahrhaftig wiederzugeben. So wie wenn ich auf der Bühne jetzt... Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Ich muss ja praktisch in diesen Büchern alle sein. Und das möglichst wahrhaftig zu tun, ist immer ein Anliegen von mir. Und es ist ganz klar in diesem Buch, wie die Figuren auszusehen haben für mich. Es war regelrecht plastisch. Ich hatte lustvoll in diese Geschichte nochmal zu gehen. Ja, also als ich dich gehört habe mit dem, du hast jetzt das erste, was du gemacht hast, war der Russenfilm. Da dachte ich, oh, hier ist mal einer, der kann's. Also der hat's drauf, da bist du sicher, ja. Den kannst du hören, ohne Angst haben zu müssen, was der daraus macht, ja. Und insofern habe ich mich echt gefreut, dass du das nächste und dann eben auch das dritte gemacht hast. Habe ich mich auch drüber gefreut, muss ich sagen. Ich würde gerne mal so ein DDR-Stoff als Live-Hörspiel machen, aber da gehe ich schon eine Weile mit schwanger. Diese Geschichte, so eine Biografie verbunden mit musikalischen Einflüssen aus dieser DDR-Wendephase, die ich übrigens als die spannendere, als die wirkliche DDR empfinde, diese Wendephase, ja. Das meinte ich auch vorhin eigentlich, das ist dieser Scharnierpunkt, wo die DDR so verblich und das Neue zu kommen schien, diese seltsame Freiheit, diese Hochnische, dieses Nischenjahr,
89, 90, mhm, wo so viel entstanden und kaputt gegangen ist. Dieser Aufbruch, seltsam, das roch alles anders, das war wie mit einem Häutchen vom Auge genommen worden sei. Das fand ich toll. Und so diese sensible kleine Vakuole von Zeit, über die man heute seinem eigenen Kind sozusagen ganz schwer erzählen kann, weil er sagt, weiß ich nicht, muss man später bebildern, mhm, irgendwie mal. Aber das kann man ja keinem erklären, das ist ja in der Weltgeschichte, ist das ja so ein Hauch. Ja. Und das mal in so eine dynamische, fette Geschichte mit meinen Lieblingsmitteln, Live-Hörspiel, viele Stimmen, coole Band am Start, und dann rotzt man da so ein Feeling, mhm, B oder Sando oder Lift-Song und erzählt nebenbei so eine fleischige Geschichte mit Witz und Berührung und Tempo. Das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht werden wir eines Tages zusammenarbeiten. Wer weiß.